Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kinder sind Kinder und eben keine Virenschleudern. Kinder, die ihre Oma und ihren Opa nur noch mit Mundschutz und eingeschränkt besuchen dürfen. Kinder, die nicht mit ihren Freunden spielen können. Kinder werden ohne wissenschaftlich fundierte Grundlage als Corona-Herde diffamiert. Kinder sind Opfer einer Panikmache der Regierung. Eltern, die ihre Überstunden und ihren Jahresurlaub genommen haben, Eltern, die von Kurzarbeitergeld leben, die von ihren Arbeitgebern oft genug vor die Alternative gestellt sind, entweder du kommst oder du verlierst vielleicht deinen Arbeitsplatz, Eltern sind Opfer der Panikmache dieser Regierung. Es sind tüchtige Menschen, die ihre Existenz verlieren, die zum Bittsteller werden. Und dass sie hier so schreien, das zeigt nur ihre Schuld, die sie sich eingestehen. Kitas und Schulen im Notbetrieb, die einzige Perspektive, die Sie Eltern und Kindern anbieten, Frau Ministerin, auch Sie, das ist ein Impfstoff, von dem keiner weiß, wann er kommt, und dann noch verbunden mit einer Impfpflicht, die mit uns nicht zu machen ist. Aus Ihrem Ministerium kommen kleine Korrekturen beim Elterngeld. Wir werden diesen zustimmen, damit wenigstens etwas getan wird. Sie haben es versäumt, bereits bei Schließung von Kitas ein Konzept zu deren verbindlicher Öffnung vorzulegen. Sie haben es versäumt, Eltern eine rechtliche und finanzielle Sicherheit zu geben. Sie haben es versäumt, dass der Freiwilligendienst Familien und Senioren unterstützen kann. Wir als AfD-Fraktion haben bereits am 24.03. dazu entsprechende Anträge vorgelegt. Die maßlosen Maßnahmen der schwarz-roten Regierung gelten aber als alternativlos. Die Regierung, und das muss hier auch mit trauriger Stimme gesagt werden, schürt eine Urangst der Menschen. Es ist die Urangst um das eigene Leben, um das Leben von Angehörigen. Denn ohne Panik und ohne Angst können sich Frau Merkel und Herr Söder nicht als Retter der Nation darstellen. Unabhängige Medien, Fehlanzeige, Virologen, die eine andere Meinung vertreten als die Experten der Bundesregierung, werden verleumdet und totgeschwiegen. Heute gilt, wer auf Kritik an der Regierung verzichtet, der handelt angeblich verantwortungsvoll. Das ist verheerend, meine Damen und Herren, verheerend für dieses Hohe Haus. Die Kanzlerin und das Corona-Kabinett, dem die Familienministerin übrigens nicht angehört, haben ein ganzes Volk entmündigt. Zurzeit wird vor einer zweiten Welle gewarnt, gestützt auf Zahlen, die widersprüchlich und von Ungereimtheiten voll sind. Schweden ist das einzige Land, das dem politischen Herdentrieb nicht gefolgt ist. Es hat auf Eigenverantwortung und nicht auf Entmündigung der Bürger gesetzt. Hieran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Keine geschlossenen Kitas, kein Lockdown. Schweden meldet am 5.5.20 eine Reproduktionsrate von 0,85. Ein führender Mitarbeiter der WHO lobt das schwedische Konzept, sieht es als Vorbild für andere Länder. Wir als AfD, meine Damen und Herren, wir kritisieren die Bundesregierung, denn wie schon der große Sozialdemokrat, es gab sie tatsächlich, der einst Otto Wels sagte, Kritik ist heilsam und notwendig. Wir als AfD sind verantwortungsvoll. Aus Verantwortung für unsere Familien und Kinder, aus Verantwortung für Deutschland, beenden Sie den radikalen Lockdown, so wie Sie ihn beschlossen haben. Vielen Dank. Das Mikrofon wird eben bereitet, das Redepult für die Kollegin Nadine Schön, CDU/CSU. Jetzt haben Sie das Wort.